So, ihr Lieben, dann herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Wir sind jetzt hier ein bisschen auf dem Platz mit Annie, haben ein bisschen Spaß, reiten ein bisschen durch die Gegend. Schauen mal, wie die Laune ist und was wir so machen, ne? Und du willst einen Keks? Okay, komm her, Krebser. Gib noch einen Keks. Die Seite oder die Seite? Ja, fangen wir mal an mit Gymnastik. Einer hier und einer hier. Ne? Bastis, Besties, Leute. Ihr wisst, wo ihr die findet. So, viel Spaß. Hat sie dir mal gezeigt, wie sie da über die Palette geflogen ist? Und das Gute ist, sie sagt, oh Scheiße, und die Alteingänge läuft einfach ganz normal die Treppe runter. Ich will das gar sehen. Wo ist der hingeflogen? Da hinten und einfach mit diesem, auf dem Eis mit seinem Roller so. Wenn man das Problem ist, wenn man so dick ist, kommt man hier nicht durch. Nein. Nein. Wir machen jetzt noch ein Video, weil das ist ein Bauchauer. Ja, auf jeden Fall, ich bin ja gestern in die Matsche geflogen, über den Eimer. Warte, das müssen wir mitnehmen. Boah, nee, Alter. Wilma ist doch nicht dick. Das filmt ihr alle einfach alles auf und schickt euch das, oder wie? Ja, nur wenn wir wissen, dass sowas war. Sonst kannst du ja nicht alles nachgucken. Aber ich will, dass da eine Kamera ist. Wenn das du, war so witzig. Aber ich stand da erstmal so. Das geht nur, wenn du ungefähr weißt. Wenn wir ein Bild kriegen, stand ich da. Ich dachte, jetzt stirbt es. Was passiert, Emma? Erzähl's uns. Ich bin da hier hinten rüber mit so einem Eimer größer noch. Groß, ne? Ich geh da rüber, chill den Eimer dahin, mach das Licht aus. Ich so, guck auf mein Handy, weil ich Taschenlampe anmachen wollte. In dem Moment tue ich das Handy weg und dann siehst du ja im Dunkeln erstmal nichts. Ich tue das Handy weg und flieg über diesen Eimer, laufe noch 5 Schritte nach vorne gefühlt, knall mit einem Schienbein auf den Eimer drauf und lag schon in der Matsche. Dann bin ich aufgestanden und stand da erstmal so. Boah, da kam mir echt viel Tränen. Das hat so weh getan. Ne? Gut, dass meine Schwester und meine Cousine waren noch mit. Ne? Wenn die das gesehen hätten, wäre das peinlich gewesen. Also Spaß am Arbeitsplatz. Grüße gehen an die BG. Oh, Emma. Na du? Du Lump? Du kleiner Lump? Bin ich da wach? Wo ist der wach? Ja, so, was ist los? Küsschen. Ja, ihr wollt schon wieder Keks, ne? Ihr wollt schon wieder Keks. Guck mal, für klein, für groß. Ne? Tja, fangen wir los? Ihr kommt gleich dran. Also, fangen wir mit Annie an. Starten wir mit Annie. Ach, Emma ist einfach der Knaller. Hoch, Annie. Heute die Laune besser. Gestern bin ich sie nur ganz kurz geritten. Da hat Annie wieder richtig miese, fiese Laune gehabt. Ja. Ja, du konntest dich nämlich nicht mehr entscheiden, ob sie jetzt richtig schlechte Laune hast oder nur so ein bisschen schlechte Laune. Ne? Du wusstest überhaupt nichts mit dir anzufangen gestern. Ja? Und dann wolltest du mit jedem kuscheln hier in der Stallgasse. Und sind wir lieber nur kurz geritten, ja? Bevor wir uns doch für schlechte Laune, für richtig schlechte Laune entscheiden. Vielleicht brauchst du doch einen Fohlen, ja. Aber noch nicht, noch Sportgerät. Ne? Noch Sportgerät. Komm her, Schatz, wir gehen bis auf den Platz spielen. Ja. Hm? Heute wieder bessere Laune?
Ne? Das weiß es noch nicht. Aber komm, einmal kuscheln, Annie, dann ist die Laune bestimmt besser. Komm her, einmal kuscheln, dann ist die Laune besser. Ja. Das schaut so, ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, ob ich gut oder schlecht gelaunt bin. Schatzi. Heute bin ich süß. Ne? Musst du dran denken. Ein gut gelauntes Pferd. Ne? Ist außerdem voll dein Wetter, ist schön kalt. Die Sonne ist draußen. Das ist das beste Wetter für uns Reiter. Ja? Knacke kalt. Und Sonne. Warte, du musst das Mikrofon. Go ahead. So, ich gebe Emma das Mikrofon. Demnächst machen wir das so, kriegt Emma gleich ein Mikrofon. Also, kurz Storytime. Und zwar, es gibt ein Video, da gehe ich im Winter, da war alles gefroren hinten, mit der Schubkarre, ne? Der. Die war so voll wie jetzt, ne? Aus dem Offenstall. Dann will ich die da hochschieben, hat nicht funktioniert, ne? Dann stand ich da, glaube ich, 10 Minuten neben dieser Schubkarre und habe mich aufgeregt, dass diese Schubkarre nicht hochgeht. Auf einmal, ich hatte so einen richtigen Kraftschub, ne? Oh. Ich hatte so einen richtigen Kraftschub, ne? Ich gebe Knallgas, rutsch weg und flieg vor der Schubkarre auf die Fresse. Oh nein. Doch ja, wirklich, das war bestimmt witzig aus, vor allem, weil ich dann noch 10 Minuten daneben in der Schubkarre stand. Mir keiner geholfen hat. Hat er keiner mitbekommen? Nee, war ja auch keiner da. Du solltest mehr Kameras aufhängen. Ja, wirklich. Ja. Das ist aber bestimmt auf Kamera drauf, weil die filmt ja genau darüber. So, Emma erzählt uns demnächst noch weitere Geschichten. Ja. Aber die andere Geschichte war das Beste. Ich hoffe, sie ist mit drauf. Ja, vom Ton her. Ja? Das ist so geil. Hätte ich gar nicht filmen brauchen. Geschichten aus dem Alltag. Geschichten mit Emma. Erfahrung einer Auszubildenden. Im letzten Leer. In den Futtertrog und oben auf den Griff von der Leitung gestellt. Aber ich war zu klein. Oh, das ist nicht so lustig. Ich muss das auch noch einsammeln. Komm, Annie, komm mit. Ja, Kinder sie nicht halten können. Oh, kleiner Mann, Tante Hallo sagen. Ja, jetzt kriegt Mama wieder schlechte Laune. Ne? Zoe, kriegt die Hormone. Na, hör auf. Hier. Ja. Okay. Ne? Du bist süß. Ja, das Fohlen wird auch nicht mehr angequietscht. Ne? Also ganz selten. Das ist ein Zeichen, ja. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir gleich auf dem Platz sind. Welche Richtung Wilma letztendlich jetzt gegangen ist. Aber normal müsste sie runter, die ist bestimmt zu ihrer Box gelaufen. Aber so lustig, wie dünn sich dieses dicke Pony da plötzlich machen kann. Flupp war sie da durch. Aber das habe ich gesehen, dass sie da durchläuft. Aber überlegen. Ach, da. Da hinten steht sie. Weiter? Okay. So, let's go. Ist doch ein wenig frisch geworden. Aber schön, wäre schön, wenn es die Tage jetzt immer so bleibt. Aber es ist schon wieder nur noch Regen angesagt. Ja, guck mal, wie wir es machen. So. Der Platz sieht eigentlich ganz gut aus.
Oh, wie soll ich denn da aufsteigen, du? Anycam? Was guckst du denn so? Sonst reitest du schon mal. Ja, stimmt. Gell? Ja, komm, Schatz. Hallo. Nein, stell dich hin. Komm hier. Annie. Ja? Das ist doch vielleicht mal aufräumen. Die Mädels. Vor allem nicht, dass es auf uns zurückfällt, als würden wir unser Müll da liegen lassen. Das machen wir nämlich nicht. Ja? So. Sie hat schlechte Laune eigentlich. Ja, sie weiß es nicht genau. Siehst du, die ist ja ganz einfach überlegen. Ja, aber sie hat keine gute Laune. Nein, keine gute Laune. Gute Laune ist heute aus. Ne? Sonderangebot ausverkauft, genau. So, hoppi galoppi, komm. So, mal die Püppi. Nächste Pferd. Wo heißt? Was ist los? Kommt jetzt wieder der Drache? Hm? Kommt jetzt wieder der Drache? Drachenmodus? Nein, nein, du hast doch geschafft. Fürs Erste. Na? Annie, komm mal hier. Genau, die Seite, da laufen wir. Oh, Norbert und Emma. Ja. So, jetzt gibt's ein bisschen Futter. Ne? Nicht, dass du mir noch vom Fleisch fällst, Madame. Das geht ja mal gar nicht. Dann hast du es geschafft. Jetzt ist Püppi ein bisschen dran. Und dann so ihr Fohlen. Komm mal her. Ja. Komm her. Feine Maus. Ja. Das ist gut, da kann man gleich loslegen, da sind die schön warm. Ne? Gerade wenn jetzt der Boden ein bisschen fester ist. Ne? So. Dann warte du mal, Katze. Komm. So. Nicht jetzt? Leg einmal hier, komm mit. Komm. Annie, komm her.
Ne, du? Hallo. Willst du von der anderen Seite fahren? Au, das ist mein Finger, Zoe. Ah, Achtung. So, probieren wir nochmal, ne? Aber schöne. Ja, ich habe mich mal Finger im Maul, aber das kennen die halt, ne? Dass die aufpassen und nicht dann zubeißen. War so, das ist ein bisschen ekelhaft, ne? Ist gut? Tja, ist ja geil, das wird nichts, wenn ihr sauber bleibt. Sie ist so lecker, hm? Lecker, lecker. Die ist wirklich, die schmatzt, die schlabbert, das ist nicht normal, ne? Aber die, aber schmeckt gut, ne? Die schmeckt gut, gell? So, okay, dann starten wir. Gehen wir wieder zum nächsten Kandidat, eine kurze Unterbrechung, das muss sein, ne? Genau. Schmeckt nicht. Ja. So, machen wir Andy mal fertig. Fertsch. Ne, Maus? Ja. Wieso? Achso, du warst da und wir haben nichts gemacht. Die haben ja auch total Bock da drauf. Wenn Lena da ist, machen wir auch lustige Sachen. Im Schnee. Das Video, wo die sich so im Schnee wälzt. Unglaublich. Ich glaube, dreimal hat sie sich hingelegt, ne? Mal zweimal? Ich habe nur jetzt an dir die Snowcrips drunter, da geht das ja. Guck Leute, was ich gerade mit Snowcrips meinte, das sind die Winterreifen von den Pferden. Ja. Annie, gib mal her. So. Seht ihr? Und das ist hier außenrum, das wird zwischen Eis und Huf gemacht. Da haftet der Schnee nicht drin. Das ist der Riesenvorteil. Und ihr braucht auch keine Hufe mehr auskratzen. Passt ja in mein faules Schema. Ja. Das ist wie mit den Decken. Decke drauf, brauchst du nicht putzen, Snowcrips rein. Kostet 2 Euro mehr, aber dafür spart ihr Zeit. Und müsst die Hufe nicht auskratzen. Nee. Oh. Junge. Wie lange waren wir jetzt mit Andy auf dem Platz? Okay. Was war denn bei Zoe dann drauf? Springsattel? Mir ist euch egal. Komm her, Kopf her. Was? So. Fällt mal gleich ordentlich zusammen. Erstmal hier mein Walross einpacken. Das ist, du bist ja jetzt fertig, du hast schon, wenn du Apfel gegessen hast. Genau, sprichst du das mal ab. Fleur! Alter, die geht mir auf den Keks. Aber ich muss einmal gerade die Trends ins Wasser hängen.